Wir hören jetzt einen Talk von Ecki zum Thema Software-Defined Radio. Er macht Amateurfunk-Dinge, sowohl beruflich als auch in seiner Freizeit. Let's go. Schönen Dank. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich habe den gleichen Talk schon mal vor 7 Jahren hier gehalten. Wer also vor 7 Jahren dabei war, wird nicht viel Neues hören. Ich habe einen technologischen Update gemacht, also was so ein bisschen, es hat sich viel getan in der Zeit. Aber so richtig was Neues gibt es dann, na gut, teilweise schon. Content Warning, nichts Schlimmes. Es gibt ein bisschen was zu hören, hoffentlich vielleicht, hat nicht so ganz geklappt. Ich spreche über Polizei und andere Dienste, aber ich tue nichts Illegales hier. Und ansonsten zeige ich ein bisschen bunte Bilder, was so Software-Defined Radio Software ausmacht. Kurz über mich. Ich bin Funkamateur, seit 1974 etwa, befasse mich mit Morse-Telegrafie, Wettbewerben und solche Sachen. Mache im ZTL in Landau, im Zentrum für Technikkultur in Landau mit. Das ist ein Makerspace, der sich vor ein paar Jahren gegründet hat, Linux. Arbeite bei einem Antennenhersteller und damit komme ich auch zu einer Disclosure. Viele der Produkte, über die ich heute hier sprechen werde, stellt mein Arbeitgeber her bzw. vertreibt sie. Ich werde darum hier nur über Produkte sprechen, die wir nicht vertreiben. Also ich mache hier keine Werbeveranstaltung. Schönen Dank an die Leute, die die kreativen Grafiken gemacht haben. Ich habe mich hier so ein bisschen bedient bei Entropia und ansonsten Copyright. Darum geht's. Cheap Chip Alternatives als Motto der GPN 21. Kann es wirklich sein, dass ein 40-Euro-Dongel, wo habe ich denn den eigentlich? Ich wollte noch auspacken. Kann es sein, dass so ein 40-Euro-Dongel als SDR wirklich so gut funktioniert wie ein Profi-Receiver, der so im Einsteigerbereich von 20.000 Euro kostet? Ich habe hier mal den Rot und Schwarz abgebildet und das Teil hier, das kostet halt so um die 40 Euro. Das ist so ein Software-Defined Radio, das ist ein Empfänger. Und was kann ich mit dem machen, was der Große besser kann? Um das zu erklären, muss ich einen Rückschritt in die Vergangenheit machen, nämlich in die analoge Technik. Kurz erklären, wie ein Empfänger funktioniert. Warum Empfänger? Empfänger ist komplizierter. Empfänger ist schwieriger zu bauen, ein guter Empfänger. Sender zu bauen ist relativ leicht. Und das, was ein gutes Funkgerät ausmacht, ist der Empfänger. Und darum zeige ich mal hier, wie sowas funktioniert. Das fängt auf der Seite an, links an mit der Antenne. Da kommen die Signale rein, die werden gefiltert bei einem guten Empfänger, kommen noch ganze Haufen von Filter und da fängt das Problem schon an. Filter sind groß, brauchen viel Platz auf der Platine, man muss sie sehr sorgfältig definieren und man muss halt wirklich den Platz vorsehen. Dann wird das Signal ein bisschen verstärkt und dann kommt ein ganz kritisches Bauteil und das ist der Mischer. Der Mischer hat 2 Eingänge, der kriegt 2 Frequenzen reingespeist, einmal dieses Signal von der Antenne und das zweite ein Signal von einem lokalen Oszillator. Das ist also ein Schwingkreis in meinem Funkgerät drin, das ein variables Frequenzsignal erzeugt, das ich da reingebe. Und dieser Mischer, das ist ein sogenanntes nichtlineares Bauteil, eine Diode zum Beispiel im einfachsten Fall, erzeugt eine Mischung aus all diesen Frequenzen. Eine Summe, eine Differenz und ein ganzes Spektrum, das da rauskommt. Und das, was das Schöne dabei ist, man nutzt die tiefer liegenden Frequenzen, die runtergemischt werden, ja. Also ich habe jetzt, was weiß ich, eine Frequenz von 100 MHz, die ich hören möchte. Ich stelle meinen Oszillator auf 90 MHz, dann kriege ich dann zum Beispiel ein Differenzsignal von 10 MHz raus. Und darauf konzentriere ich mich. Und das ist das, was diese nächsten Filter tun, die sogenannten ZF-Filter, Zwischenfrequenzfilter. Auch hier wieder das gleiche Problem. Sie sind zwar einfacher zu bauen, weil Filter, generell alles, was HF-Technik angeht, für tiefere Frequenzen leichter zu bauen ist, unkomplizierter ist. Aber sie kosten trotzdem viel Platz. Das sind früher so richtige Quarzfilter gewesen, also so aus geschliffenen Quarzen. Und da wird dann jetzt also gefiltert. Da wird das nochmal ein bisschen verstärkt, dann kommt der Demodulator, dann kommt eine Audioausgabe und der Lautsprecher. Das ist also so, wie man Empfänger seit rund 100 Jahren baut. Nennt sich Superheterodynempfänger, auf Deutsch Überlagerungsempfänger. So wird der also seit vielen Jahren verwendet. Was macht jetzt einen guten Empfänger aus? Das ist zum einen die Trennschärfe. Das ist die Fähigkeit, Signale auseinanderzuhalten. Neben einem ganz dicken Signal, eine Rundfunkstation zum Beispiel, ein ganz schwaches Signal, ein Funkamateur mit nur ein paar Watt, hören zu können und das voneinander trennen zu können. Die Großsignalfestigkeit ist ebenfalls ein Qualitätskriterium. Das bezeichnet die Fähigkeit, in der Präsenz von sehr starken, sehr vielen, sehr starken Signalen trotzdem noch zu funktionieren.
Das ist in Europa eine typische Situation. Es gibt auf Kurzwelle, aber auch auf UKW extrem viele Sender, die sehr dicht beieinander stehen und wirklich dafür sorgen, dass mein Empfängereingang sehr stark belastet wird. Damit muss ich umgehen können. Nächster Punkt ist die Empfindlichkeit. Ist nicht so schwierig herzustellen. Empfindlichkeit heißt einfach, dass ich ein ganz leises Signal auch noch erkennen möchte. Ich möchte keine unerwünschten Mischprodukte haben. Ja, ich muss also gucken, dass ich aus diesem Mischerbauteil nur die Sachen rauskriege, die ich haben will und möglichst alles andere wegfiltere. Und der ganze Empfänger muss ein möglichst geringes Eigenrauschen haben. Das sind also so ein paar rein physikalische Sachen. Das hat nichts mit der Bedienung zu tun, sondern wirklich so mit dem Design des Empfängers, was einen guten Empfänger ausmacht. Und die gleichen Sachen gelten auch für ein Software-Defined Radio. Die Komponenten, die das bewirken, hatte ich schon genannt. Wichtige Sache ist zum Beispiel dieser Oszillator, der da gezeigt ist. Der muss sehr präzise sein. Je präziser, ich will also einfach sicher sein, dass ich auf dieser Frequenz bin. Er muss dort auch stehen bleiben, wenn ich ihn da stehen lasse, auch wenn die Temperatur sich ändert. Und sauber heißt, dass er zum Beispiel kein Phasenjitter hat, also dass da kein Rauschen drauf ist. Wenn das Signal unsauber ist, wird das über den Mischer mit vervielfältigt und kommt in das nachfolgende System rein und macht mir den Empfang da wirklich schwierig, weil es einfach mehr rauscht. Wie hat das jetzt mit der Digitalisierung angefangen? Das ist jetzt so Stand 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Nicht nur die Funkamateure, sondern auch andere Dienste haben angefangen, das demodulierte Signal aus einem ganz normalen Empfänger rauszuziehen und auf eine Soundkarte zu geben. Eine Soundkarte ist nichts anderes als ein Analog-Digital-Wandler. Im einfachsten Fall bis 24 kHz. Es gibt heute gute Soundkarten bis 192 kHz. Aber das ist so das, was so Stand der Technik war. Und dann lief auf dem PC dann halt irgendeine Dekodiersoftware, die das Signal analysierte, Fernschreiben, Telegrafie, irgendwas verwendete, um also das zu dekodieren. Das ist so der erste Schritt der Digitalisierung in Richtung Software-Defined Radio gewesen. 90er Jahre, wie gesagt. Der nächste Schritt war, dass man den ganzen Analogbereich hinter dem Mischer bis zum NF-Ausgang weggelassen hat oder umgebaut hat und digitalisiert hat. Das heißt, hier hat man jetzt einen sehr leistungsfähigen Analogwandler genommen, der direkt hinter dem Mischer gesetzt wird und der direkt dieses Signal digitalisiert. Ein Prozessor oder auch eine spezielle Schaltung, ein Programmable Logic Device, also eine Programmierschaltung, ein spezialisierter Baustein für schnelle Ausführung von Programmen, wird verwendet, um die Signale aufzubereiten. Die müssen in bestimmter Form mathematisch aufbereitet werden und dann kommt das Interface zum PC, zum Beispiel USB-Interface. Das ist ein Konzept, das, ich sage immer so, Best of Both Worlds bietet und das auch heute noch angewandt wird. Also wir haben heute noch Funkgerätehersteller, die das sehr erfolgreich umsetzen, ein analoges Frontend runtermischen und dann digital weiterverarbeiten. Das ist also eine Möglichkeit, die klassische Technik da auch weiter zu verwenden. Sind allerdings größere Kisten, weil diese Filter, wie gesagt, Platz brauchen. Der konsequenteste Schritt ist dann so, dass ich hergehe und den Analogwandler praktisch direkt an die Antenne hänge. Das ist der radikalste Schritt. Hier habe ich also wirklich dann das gesamte Frequenzgemisch, das von der Antenne kommt, direkt auf dem AD-Wandler. Wenn ich Platz habe, dann baue ich noch ein paar Filter ein. Das hilft, der AD-Wandler muss nicht diese riesen Frequenzbreite verarbeiten, sondern nur das, was mich interessiert. Aber Platz ist das, was ich hier zum Beispiel nicht habe. Was hier hinterm Antenneneingang hängt, ist eine kleine Schutzschaltung gegen Überspannung, dass nicht jeder Blitz mir das Ding gleich kaputt macht. Es ist ein ganz simples Filter drin und das war's. Und dann kommt direkt schon der AD-Wandler oder das, was da an Schaltung verwendet wird. Man muss wesentlich höhere Frequenzen hier verarbeiten, je nachdem, was der Empfänger können soll. Deswegen ist die nachfolgende Verarbeitung ist ein FPGA, also ein Programmable Gate Array. Etwas, was ich auch wieder mit einer bestimmten Programmiersprache einrichte und auf bestimmte Algorithmen setze. Das ist eine Fourier-Transformation, die da zum Beispiel stattfindet in diesem System und dann auch das Interface zur Außenwelt bietet. Gängig ist da bei einfachen Systemen USB 2, bei schnelleren Systemen muss es USB 3 sein, weil die Datenmenge gar nicht runterzukriegen ist. Und es gibt Systeme, die 100 G-Base verwenden, also Systeme, die sehr, sehr schnell arbeiten. Werde ich gleich noch mal ein paar nennen. Was die Qualität jetzt hier ausmacht, sind, wie gesagt, wieder die Filter. Wenn ich da vorne ein paar Filter vorsehe,
dann kann ich meinen Analogwander entlasten. Ich muss ihn nicht so mit so vielen Sachen aufschlagen, kann da ein bisschen vorher schon aussortieren. Der Oszillator muss die gleichen Kriterien haben, er muss präzise und sauber sein. Häufig findet man hier Systeme, die an GPS angebunden sind, die also ein GPS-Antenne dabei haben und das Funksignal der GPS-Signale verwenden. Kann auch GLONASS oder Baidu oder Galileo sein, um die Präzision herzustellen, denn die verwenden sehr präzise Signale. Der Analogwandler ist eigentlich das kritische Teil hier. Das ist das, was auch so die Technologietreiber oder die Technologieentwicklung getrieben hat. Und zwar geht es hier um die Abtastrate, also die Geschwindigkeit. Wie schnell kann ich aus dem Analogwandler Daten rausziehen? Wie schnell, wie häufig kann ich abtasten, abfragen? Das legt fest die maximal empfangbare Frequenz mit so einem direkt abtastenden Gerät. Und das andere ist die Abtastbreite, also die Wortbreite des Analogwandlers. Standard ist 8-Bit, oder es fängt an bei 8-Bit, geht über 10, 12 bis hin zu 16-Bit. Dieses Gerät hier verwendet 8-Bit. Kostengründe, reicht aber völlig aus für die meisten Sachen. Was bringt mir das? Eine hohe Abtastrate bringt mir zum einen eine hohe Grenzfrequenz, also die hohe höchste Frequenz, die ich empfangen kann. Und das zweite ist eine hohe Bandbreite. Ich möchte möglichst viel vom Frequenzspektrum empfangen können, sehen können, aufzeichnen können, analysieren können. Und je schneller ich den AD-Wandler abfragen kann und die Daten raussaugen kann, desto größer ist die Bandbreite, die ich sehen kann. Warum will ich die sehen? Einfacher Fall, der Funkamateur stellt seinen Empfänger so ein, dass das gesamte Band, das ihn gerade interessiert, wir haben so verschiedene Kurzwellenbänder, das interessiert mich ein bestimmtes Band und dann stelle ich das ein und kann das komplett betrachten und kann sofort sehen, was los ist. Ja, ich kann sofort sehen, ob Aktivität da ist. Das ändert sich immer so ein bisschen im Tagesverlauf mit der Sonneneinstrahlung, ist ein ganz faszinierendes Thema. Und ich schalte das ein und sehe sofort, okay, brauche ich mich gar nicht zu bemühen, passiert heute nichts. Oder jetzt im Moment nicht, vielleicht in einer halben Stunde, aber im Moment nichts. Eine andere Anwendung, und deswegen ist das etwas, was sehr stark von Diensten, also von Polizei, Geheimdiensten und so weiter getrieben wird, ist ein Monitoring der Frequenzen, um zu gucken, was passiert denn dort. Das ist jetzt etwas, was im militärischen Bereich natürlich eminent wichtig ist. Ich möchte sehr schnell wissen, wenn eine Drohne auf mich zufliegt. Viele Drohnen sind über Funk gesteuert. Es gibt auch autonome Systeme. Aber die meisten, die jetzt auch so DJI-Drohnen, die im Krieg verwendet werden, werden im Frequenzbereich bei 2,4 GHz gesteuert. Und wenn ich das Band beobachten kann, in einer großen Breite, kann ich sehr schnell sehen, dass da sich was verändert und eventuell was auf mich zufliegt, was mir nicht so gefällt. Das ist also etwas, was man da machen kann, um also eine möglichst große Bandbreite zu sehen. Eine hohe Abtastbreite, also eine hohe Wortbreite, klar, je besser der AD-Wandler auflöst, desto feiner ist zum einen oder besser ist die Empfindlichkeit. Das heißt, ich kann mit einer höheren Wortbreite beim AD-Wandler schwächere Signale besser hören. Und ich habe einen größeren Dynamikumfang. Dynamikumfang heißt, ich kann die Verarbeitungsbreite zwischen einem ganz schwachen Signal und einem ganz lauten Signal wird besser. Das ist genau eins dieser Kriterien für einen guten Empfänger, dass ich eben schwache Signale auch in der Präsenz starker Signale gut empfangen kann. Und das ist also etwas, was ich mit einer großen Wortbreite hier erreiche, aber auch mit einer geschickten Softwareimplementierung im FPGA durchaus noch verbessern kann. Was gibt es da heute so, Stand der Technik? Im niedrigen Bereich, das meine ich jetzt so marktmäßig, kostenmäßig, habe ich Abtastraten zwischen 100 und 1000 Kilo-Samples pro Sekunde. Also ein Megasample pro Sekunde, so im billigen Bereich. Das ist so das hier, der macht 1,8 oder 2 Megasamples, glaube ich, pro Sekunde. Also ich kann mir ein Frequenzspektrum, ein Fenster in meinen Frequenzbereich so von 1,5, 1,8 Megahertz angucken. Das ist ein kleiner Teil des Rundfunkbandes, das ist die Hälfte des Amateurfunkbandes auf 2 Meter im UKW-Bereich. Völlig ausreichend für die meisten Zwecke. Der mittlere Preisbereich, der ist so heute technologisch mit bezahlbaren Chips bei 61 Megasamples. Ist einfach technologisch bedingt, weil es gibt nicht so viele Hersteller, die solche AD-Wandler herstellen. Und da ist so eine typische Grenze, auch weil es die Oszillatoren dafür in guter und billiger Qualität gibt oder in guter Qualität, aber preiswert gibt, so wollte ich sagen, ist dann so im Bereich 400, 800, 1000 Euro, so dieser mittlere Bereich.
Aber es gibt auch High-End-Systeme, die bieten 3-Giga-Samples. Das ist ein rein militärisches System. Ich glaube, es wird auch wissenschaftlich verwendet. Und da steckt natürlich auch ein 6-stelliger Preis dahinter. Also das ist wirklich der High-End-Bereich. Und die Abtastbreite, die man da hat, also die Wortbreite der AD-Wandler 8 bis 10 Bit halt im Low-End-Bereich und bis zu 16 Bit im High-End-Bereich. Das sind häufig Systeme, die man auch nicht mehr so off the shelf kriegt, also die man einfach so jetzt von einem Lieferanten kaufen kann, sondern das sind Sonderentwicklungen halt für die entsprechenden Anwender, eben militärische Services, Geheimdienste und so weiter und so fort, die gucken wollen, was wird wo gefunkt. Das macht natürlich ein Problem im Backhaul. Wie kriege ich die Daten da raus? Wenn man sich das vorstellt, ich habe hier 16-Bit AD-Wandlerdaten, die aus technischen Gründen, mathematischen Gründen verdoppelt werden. Das sind dann 32-Bit, sind diese sogenannten IQ-Daten. Und die werden mit mehreren 100 Megabit oder Megasamples pro Sekunde oder sogar Gigasamples pro Sekunde abgefragt. Da kommen richtig ordentliche Datenmengen zustande. Und deswegen kann man hier wirklich, wenn man das wirklich ausreizen will, nur sehr hochwertige FPGAs verwenden, die da wirklich auch die Bandbreite bieten und halt auch entsprechend die Daten aus dem Gerät rauskriegen über Ethernet im einfachsten Fall oder Gigabit. Aber wie gesagt, dieses eine Gerät, das da bis 3 Gigabit Sampling Rate kann, das hat, ich glaube, 440 Gigabit Anschlüsse, die gebundelt werden. Also das sind so die technologischen Grenzen dessen, was heute mit Software-Defined Radios möglich ist, was es so gibt. Frequenzbereich. Dieses Ding hier im Low-End-Bereich, also Low-Cost-Bereich, der arbeitet bis 1,8 Gigahertz. Was umfasst das? Das ist die gesamte Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle, alles dabei. Wird heute praktisch außer von ein paar Enthusiasten nicht mehr genutzt. Kurzwelle wird noch so ein bisschen militärisch genutzt, aber nur so als Backup für Satelliten. War interessant zu beobachten im Kriegsbeginn in der Ukraine. War also sehr spannende Situation dort teilweise gegeben. Also es wird schon noch verwendet. Und dann geht es in den UKW-Bereich, Rundfunkbereich, die ganzen interessanten Sachen, Fernsteuerung, ganze IoT-Bereich, läuft alles im Ultrakurzwellenbereich. Also so ab Frequenzen 100, 200, 300 Megahertz und höher. Und das kann man hier mit prima empfangen. Was hier nicht mehr geht, ist Wi-Fi. Das liegt bei 2,4 Gigahertz, der geht bloß bis 1,8. Und da liegen noch ein paar andere Sachen, die, also deckt und solche Sachen, das braucht. Der mittlere Preisbereich, SDRs in dem mittleren Preisbereich, die gehen so bis 6 Gigahertz. Das ist auch wieder so technologisch bedingt, einfach was so an Chips verfügbar ist im bezahlbaren Bereich. Und mittlerer Bereich meint hier wieder so 400, 500 Euro bis zu 1000 Euro, was man da so sich antun möchte. Bis 6 GHz hat man dann die ganzen Wi-Fi-Bereiche drin. Hier sind die ganzen wirklich interessanten IoT-Bereiche drin, die LoRaWAN-Bereiche, die Steuerung für Drohnen. Das liegt alles so in dem Bereich bis 6 GHz. Das ist also schon ganz interessant, wenn man sich damit befassen möchte oder wenn man es überwachen möchte. Das sind also Sachen, die zum Beispiel in Flughäfen eingesetzt werden, um zu gucken, dass da keiner mit dem UAV rumfliegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nachbarschaft hier sowas auch verwendet. Die wollen natürlich auch genau wissen, was um sie herum passiert. Ja, das wird mit solchen Geräten gemacht. Da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Und der High-End-Bereich ist so, das, was man so off the shelf kriegt, geht bis 18 Gigahertz. Also da kann ich zum entsprechenden Hersteller gehen und wenn ich genug Geld einwerfe, kriege ich so Empfänger bis 18 Gigahertz. Das setzt natürlich schon richtig Technologie voraus. Die Antennentechnik für so hohe Frequenzen ist schon sehr speziell, die Kabeltechnik, also da muss man schon sehr viel Aufwand treiben. Und wenn man möchte, kann man so bis 30 Gigahertz gehen. Es gibt Spezialsysteme, die noch weiter gehen, aber hat hier jetzt mit dem Vortrag nicht so viel zu tun. Es gibt so bei 60 Gigahertz so Richtfunksysteme. Wissenschaftlich würden Funksysteme so bis 180, 200 Gigahertz verwendet, aber gut, das geht schon fast in den Lichtfunk über. Gut, das ist nochmal eine Größenordnung höher. Das ist also so das, was technologisch an Grenzen zurzeit da gegeben ist. Konkrete Produkte, ich gehe da nur ganz schnell durch. Das ist eine Grafik, die ich auch schon 2015 verwendet habe, die selbst auch schon von 2006 stammt, die ist also recht alt. Aber sie zeigt das Prinzip. Ich habe einen Antenneneingang, ein bisschen Umschalterei, ein bisschen Schutzschaltung, dann kommt eine Reihe von Filtern, nicht mehr. Und dann kommt hier ganz am Ende der AD-Wandler, ja, oben rechts. Und das ist für damalige Zeiten 14-Bit-AD-Wandler sehr leistungsfähig gewesen. Dann kommt die nachfolgende Verarbeitung und wird über USB ausgegeben. Das ist also ein altes Konzept, aber hat sich prinzipiell so viel nicht verändert.
bis auf, dass die Hersteller dieses Konzept aufgegriffen haben und heute sowas anbieten, nämlich komplette Chips, die alles beinhalten, was man braucht. Das ist jetzt ein Chip von Analog Devices. Das ist ein ganz konkretes, ganz aktuelles Software-Defined Radio, eines der modernsten, die es zurzeit gibt. Das ist ein Crowdfunding-Projekt gewesen, das gerade abgeschlossen wurde, sehr erfolgreich, vierfach überzeichnet und bietet auch einen Empfänger und Sender sogar auf zwei Kanälen bis 6 GHz. Da ist also in diesem RFIC-Chip ist alles drin, was ich so an Technik beschrieben habe. Ja, das hat jetzt AD, also Analog Devices ist der Hersteller, komplett da reingenommen, weil es für den Entwickler so viel einfacher wird. Und auch der verarbeitende Bereich, das ist ein System on a Chip, das ist dieser Xilinx Zynq 7000, da ist ein ARM-Kern drin, ein A9, also schon was Besseres. Und dann aber auf dem gleichen Chip auch wieder ein FPGA drauf, das ich mit spezieller Programmierlogik dann bestücken kann, um halt richtig schnell Algorithmen abarbeiten zu können, die mir meine Daten verarbeiten. Dieses Ding kann eine Abtastbreite bis 60 MHz und geht bis 6 GHz. Also ist schon ja, zu den besseren zu zählen. Wird so, ich glaube, 500 Dollar kosten. Fragt man sich, warum zwei Ein- und Ausgänge, also der hat zwei Empfänger, zwei Sender. Das ist Stand der Technik heutzutage, wenn man Experimente machen will, zum Beispiel mit Funksystemen wie LTE. LTE wird auch über zwei Antennen verwendet, wenn man es richtig machen will, gerade 5G. 4G auch schon teilweise, aber 5G verwendet eine sogenannte Multiple Input, Multiple Output Technik. Da werden also zwei Signale von der Funkstation ausgesendet, mindestens zwei, die auf verschiedenen Wegen zu mir kommen können, über Reflexionen zum Beispiel. Und der Trick ist jetzt, dass man diese beiden Wege erkennt und unterschiedlich moduliert und dadurch eine höhere Datenrate erreicht, auch eine größere Stabilität. Und diese MIMO-Technik ist Stand der Technik heutzutage. Ja, und dieser Chip erlaubt es einem also dann, da auch entsprechend Software für zu entwickeln, indem ich da diese Möglichkeiten gleich mit einbaue. Also wie gesagt, ein ganz modernes Projekt. Das wird im September diesen Jahres erst auf den Markt kommen. Gut, das soweit zur Hardware. Jetzt mal ein bisschen zur Software. Und da will ich auch ein bisschen was live zeigen. Das klappt nicht so ganz mit der Audio hier. Hätte ich mich ein bisschen früher vorbereiten müssen. Okay, bitte um Verzeihung, aber wir können vielleicht später auch nochmal am unserem Tisch drüber reden. Es gibt verschiedene Klassen von Software für Software-Defined Radios. Und zwar einmal die Software für den Live-Empfang. Das ist dann so, wie wenn ich am Radio sitze. Dann habe ich einen Knopf zum Drehen, stelle laut und leise, schalte auf AM oder FM oder was auch immer ich hören will und kann mir das da angucken, was es dort so gibt. Also ganz normal wie das Ding wie ein Empfänger bedienen, nur halt am PC. Dann gibt es Software für Offline-Analyse und das ist etwas, was wirklich neu ist in diesem Vortrag. Das gab es vor 7 Jahren, als ich den Vortrag das erste Mal gehalten habe, so noch nicht. Es ist wirklich irre, was da an wirklich geiler Software entstanden ist. Ich werde davon ein bisschen was zeigen. Ich gebe auch nachher eine Linkliste noch raus. Die Präsentation ist auch zum Download dann später zur Verfügung. Da geht es also wirklich darum, Signale sich anzugucken, zu verstehen, wie sind die aufgebaut. Und was kann ich daraus lesen? Wie kann ich sie dekodieren? Das ist etwas, was zum Beispiel im IoT-Bereich ganz häufig gemacht wird und auch wirklich viel verwendet wird, weil dort eine unglaubliche Vielzahl an Modulationen, an Codierungstechniken und so weiter verwendet wird. Das will man verstehen und will sich das angucken. Dann gibt es natürlich noch entsprechende Developer-Software, also für Leute, die jetzt solche Software entwickeln wollen. Es sieht immer ein bisschen gleich aus, sage ich mal ganz ehrlich. Das ist jetzt ein Screenshot von einer Linux-Software, Open Source, GQRX. Die sieht immer gleich aus. Ich habe oben diese 433, 920, das ist die Frequenz. Ich kann also irgendwo die Frequenz einstellen an dieser Software. Ich habe ein Spektrum, die Höhe des Peaks zeigt mir an, wie stark das Signal ist. Und darunter ist der Wasserfall, das ist eine zeitliche Fortschreibung des Signals, das also praktisch mir zeigt, wie sah das Signal in der Vergangenheit aus, wie entwickelt es sich zeitlich. Die Farbe ist die Intensität des Signals. Und das ist eine unheimlich gute Sache, um so Signale zu analysieren oder einfach auch nur zu entdecken. Und dann so der Bereich hier drüben, der restliche Bereich ist so die Fernsteuerung oder die Steuerung, die Einstellung, die ich halt so vornehmen kann. Eine schöne Software, ist in fast jedem Repo drin, wer Linux verwendet.
Wer Windows verwendet, es gibt was ganz Ähnliches, es sieht wieder gleich aus. Ich habe eine Frequenzeingabe, ich habe ein Spektrum, ich habe einen Wasserfall, das mir das Signal genau anzeigt. Ich habe einen Bereich links hier in dem Fall, wo ich was einstellen kann, SDR Sharp. Kein Open Source, aber sehr weit verbreitet, unterstützt eine unglaubliche Vielzahl an Empfängern oder Hardware. Es gibt ein schönes Plugin-System dafür, also kann man auch selber Software für schreiben und ist sehr weit verbreitet. Deutsches Produkt, HDSDR, ebenfalls für Windows, ebenfalls Closed Source. Es wiederholt sich ein bisschen. Ja. Das hier ist jetzt einfach anders arrangiert, das Spektrum unten, der Wasserfall oben. Hier nochmal ein Spektrum für den Audiobereich, wenn man jetzt Audiosignale sich angucken will. Ich kann das Ding bedienen, irgendwie Frequenzen einstellen, in der Regel auch aufzeichnen, solche Sachen. Ein luxuriöses Programm, kostenlos, Windows, Software Defined Radio Console. Wirklich sehr, sehr leistungsfähig gemacht. Man braucht eigentlich schon auch einen etwas leistungsfähigeren Rechner. Dafür kann der mehrere Empfänger gleichzeitig betreiben. Schöne Sache, auch eine kleine Analyse-Software drin. Dann, und das ist jetzt das Neue, was wirklich in den letzten Jahren dazugekommen ist. Das sind Programme, die es mir erlauben, Signale aufzuzeichnen und zu analysieren. Mit denen kann man auch live empfangen, aber es ist nicht so komfortabel. Das kann man machen und das macht man auch, um einfach zu gucken, was ist denn da auf der Frequenz? Ist das das, was ich hören will? Aber sie sind jetzt mehr dafür ausgelegt, so Signale aufzuzeichnen und dann zu analysieren. Ich hatte am Anfang mal so überlegt, ob man das live vorführen kann, aber es ist ein komplexer Prozess. Es ist etwas sehr Lehrreiches. Man lernt sehr viel über Codierung, über Datensignalkodierung, über Bitcodierung, also auf der untersten Ebene, wie diese Signale aufgebaut sind und muss sich damit auch befassen. Und deswegen haben diese Software eine gewisse Komplexität. SDR Angel wird von einem Franzosen geschrieben, ist Open Source, ist ein bisschen kapriziös zu installieren. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan, aber es läuft dann letztendlich. Aber es ist auch von der Benutzeroberfläche her sehr komplex. Also man muss sich da sehr genau reinarbeiten. Aber es bietet dann auch wirklich unglaubliche Möglichkeiten. Also das ist etwas, wo ich wirklich den Hut ziehen muss. Und wer wirklich auf der Ebene einsteigen will, ich habe hier ein unbekanntes Signal. Wie sieht das aus? Was steckt da drin? Für den ist diese Software. Eine ähnliche Software ist der Universal Radio Hacker. Ebenfalls Open Source, gibt es ein schönes Git-Repo. Macht was ganz Ähnliches, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Hier sieht man richtig hier unten so die Bitfolgen. Also man arbeitet hier wirklich anfangs auf der Bit-Ebene. Wer Wireshark kennt, wird das vielleicht verstehen oder wird das kennen. Ich kann bestimmte Bereiche definieren, sagen, das ist die Präambel meines Datenpaketes, das ist die Adressierung, hier sind bestimmte Separatoren, hier kommt jetzt die Payload, nachdem ich erstmal verstanden habe, wie das überhaupt kodiert ist, das Signal. Und dabei hilft mir auch diese Software ganz hervorragend. Es gibt schöne Videos dazu, also die Dokumentation ist bei dem Programm, beim Universal Radio Hacker, recht gut. Bei dem Software, bei dem SDR Angel, okay, könnte man noch ein bisschen was verbessern. Aber geniale Software. Was es auf der Kommandozeile gibt, auch da gibt es sowas mit dem Ding hier, das habe ich gestern, nein, ich habe das nicht aufgezeichnet, das habe ich gestern zugespielt bekommen. Das ist RTL 433. 433 MHz, deswegen taucht dieser Frequenzbereich hier immer wieder auf. Das ist mitten im Amateurfunkband drin, das geht von 430 bis 440 MHz. Und dort wird viel mit IoT gemacht. Die Temperatursensoren bei mir im Garten, die zu meiner Wetterstation funken auf 433 MHz. Mein Keyfob für mein Auto funkt auf 433 MHz. Warum? Da haben die Regulierungsbehörden der Welt einfach einen Frequenzbereich vorgesehen, wo man unter bestimmten Umständen, ganz geringe Sendeleistung, nur selten senden, ohne Lizenz funken darf. Und praktisch eine Generalfreigabe hat. Das sind sogenannte Short-Range-Devices oder, IoT oder ISM, Industrie steuern, messen oder so, was heißt das, glaube ich. So, was man jetzt hier sieht, es ist nicht so gut zu lesen. Das ist eine Software, die auf der Kommandozeile mir über 200 Verfahren von Sensoren, die es heute im IoT-Bereich gibt, dekodiert und anzeigt. Das heißt, hier kann ich jetzt wirklich die Temperatur meines Nachbarns auslesen. Ich weiß nicht genau, wer den betreibt. Ja, aber ich kann immerhin sehen, dass es bei ihm dann 18, noch irgendwas Grad da oder 20,20 Grad sind. Ja,
Und ich habe jetzt gestern gerade mit einem gesprochen, der hat gesagt, ja, mir ist das zu blöd gewesen, sowas selber zu betreiben. Ich lese die 5 nächsten Signale aus, die 5 stärksten Signale machen Mittelwert und dann weiß ich auch, wie warm es draußen ist. Ne? Das ist aber nicht das Interessante. Das Interessante ist das, was hier unten steht. Wenn man es lesen kann, wo steht es? Hier steht Ford, TPMS. TPMS steht für Tire Pressure Management System. Das ist der Reifendruck eines Autos, das gerade bei mir bei dem Freund vorbeigefahren ist, der das aufgezeichnet hat. Ach, was interessiert mich der Reifendruck dieses Autos? Ist wirklich völlig egal. Was interessant ist, ist die ID. Da steht sowas wie eine MAC-Adresse drin. Und wenn ich es einmal geschafft habe, diese MAC-Adresse einem bestimmten Fahrzeug zuzuordnen, zum Beispiel, weil ich gerade auf die Straße gucke, dann kann ich mit ganz unauffälligen Geräten sehen, wer hier vorbeifährt. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe, dass das die Eskorte eines gewissen Generalbundesanwalts ist, kann ich mir vorstellen, dass das schon Daten sind, die sehr relevant sind. Super trivial, 40 Euro. Was hier wirklich umwerfend dran ist, ist diese, auch diese Software, also auf der Kommandozeile, hat eine Analyse-Software dabei, die wirklich leistungsfähig ist. Es gibt eine super Mailingliste dazu. Es ist involviert, also man muss sich damit schon mit der Physik der Signale befassen und sich da genau reinarbeiten. Aber ich kann hier mit einem sehr flexiblen Analysator hergehen und auch wieder unbekannte Signale angucken und genau analysieren und gucken, was könnte das sein, und halt neue Sachen aufzubauen. Und diese Protokollfamilie wird ständig erweitert von Leuten, die halt sagen, ich habe hier eine neue Wetterstation, die macht es ein bisschen anders, hier ist das Protokoll. Auch wieder so wie Wiresharks und Plugin-System, wo ich so eigene Decoder oder Zerleger da schreiben kann. Eine Software, die unbedingt erwähnt werden muss in dem Bereich, ich muss mal kurz was trinken, eine Software, die unbedingt wichtig ist, ist GNU Radio bzw. GNU Radio Companion. Also wer wirklich lernen will, wie Software-Defined Radios funktionieren, kommt um diese Software eigentlich nicht drumherum. Das ist der Klemmbausteinkasten für Softwarebastler in dem Radiobereich. Jeder dieser Block hier ist ein bestimmter Funktionsblock. Es gibt also so einen Funktionsblock jetzt für Empfänger. FunCube-Dongle ist ein ähnliches Teil wie das hier. Dann habe ich hier ein Widget-Set von Qt, also unter Linux läuft das, und kann jetzt auf dem Wasserfall mir diese Daten noch wieder ausgeben. Ich kann aber gleichzeitig die Daten hier über so einen Low-Pass-Filter und eine Rauschsperre weiterverarbeiten, dekodieren und habe jetzt einen ganz normalen Rundfunkempfänger oder einen FM-Empfänger damit gebaut. Und ich kann diese Blöcke zusammenschalten, wie ich sie brauche, wie ich sie will, kann selber welche schreiben, das ist in Python geschrieben, kann das also erweitern. Es ist eine geniale Software. Es ist wirklich eine der einflussreichsten Programme der Szene in diesem Software-Defined-Radio-Bereich, weil sie unglaublich hilfreich ist, die Schritte, die Funktionen zu verstehen. Man kann diese Sketches oder diese Flowgraphs dann abspeichern und auch untereinander teilen oder halt benutzen und weitergeben. Wird im Ausbildungsbereich sehr viel verwendet, also an Universitäten, wo es halt in der Nachrichtentechnik drum geht, Studenten klarzumachen, wie Software-Defined Radios funktionieren. Also großartige Sache, in praktisch jeder Distribution zur Verfügung. Es gibt sowas auch im Browser für die Leute, die keine Software installieren wollen. Das ist der Open Web RX. RX steht für Receiver. Und hier habe ich die Möglichkeit, bestimmte Hardware, nicht mehr jede, aber bestimmte Hardware übers Netzwerk anzusprechen und einfach in einem Browser mir anzugucken. Und das werde ich auch gleich mal vorführen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier das umgeschaltet kriege. Das sieht dann so aus. Und hier hätte ich jetzt gerne die Audio vorgeführt, aber gut, okay. Zu spät angefangen zu testen. Das ist jetzt wieder so ein typisches Interface. Ich habe hier unten links, unten rechts mein Bedienfeld. Ich habe hier die Frequenzeingabe. Ich kann hier verschiedene Betriebsarten auswählen, was ich also dekodiert haben möchte. AM ist klassische Amplitudenmodulation, was ich also so auf Mittelwelle oder Langwelle habe oder hatte, gibt es ja fast kaum noch. Das ist jetzt ein Empfänger, der steht bei mir zu Hause. Der läuft jetzt also bei mir zu Hause. Und das Interessante ist, davon gibt es weltweit eine ganze Menge.
Ja, das ist also jetzt nur Europa, es gibt ein paar wenige in Afrika und sehr viele in den USA, also überall dort, wo hochindustrialisierte Gegend ist, kann man solche Empfänger finden. Das ist jetzt nur eine Gruppe von solchen Empfängern, es gibt noch andere und die stehen eigentlich jedem zur Verfügung. Also kann sich jeder jetzt hinsetzen und sowas anklicken und sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf eine bestimmte Frequenz und höre mir an, was da zu hören ist. Natürlich ein bisschen verwirrend anfangs, deswegen gibt es dann hier oben in diesem Bereich so Labels, die sind also so Frequenzmarker, so wer so alte Dampfradios kennt, so alte Röhrenradios, die hatten so eine schöne Skala, da stand dann Motala und Karl und Borg und Helsinki und sowas drauf, das waren die Sender, das hat man hier so ein bisschen nachempfunden. Kurzwelle ist wie gesagt jetzt nicht mehr so wahnsinnig interessant für viele Leute, also Rundfunksender, okay, gut, ich persönlich finde es super faszinierend als Funkamateur. Es gibt ein paar Sachen, und damit komme ich dann auch gleich mal so ein bisschen zum legalen Bereich, die man hören darf. Ich werde nachher noch mal ein bisschen mehr zur Legalität sagen. Einer davon ist hier der DDH7. Das ist die, der Deutsche Wetterdienst. Und den kann man auch dekodieren. Das ist also ein Verfahren, das ist uralt. So, Weather, gucken wir mal hier. Was wird denn jetzt gut gehen um die Tageszeit? Müsste der hier sein. So, sieht man schon, da oben fängt er jetzt schon an mitzuschreiben. Er hat leider gerade sein Pausenzeichen, RYTI, RY, das ist die maximale Bitwechselfrequenz. Er versucht damit also ein möglichst breites Signal zu erzeugen und gibt einfach nur an, auf welchen Frequenzen er noch so am Funken ist. Und ja, ist das Pausenzeichen leider. Ich glaube, 22.15 Uhr kommt eine nächste Sendung. Da werden Wetterdaten von bestimmten Seglerbereichen, das ist hauptsächlich für Segler gedacht, diese Aussendung. Und da kommen Wetterdaten, Wellengang, Eisgang im Winter, solche Sachen, die da übertragen werden. Das sind sogenannte synoptische Wettermeldungen, also die sind eingebunden in das weltweite Wettersystem. Und das betreibt also der Deutsche Wetterdienst in Pinneberg, mehrere Sender. Das ist ein uraltes Verfahren, was hier verwendet wird. Das sind 5-Bit-Daten, deswegen nur Großschreibung. Es gibt keine Umlaute, nichts. Also Unicode-Probleme hat man hier nicht. Ja. Es sind 5-Bit-Daten, keinerlei Sicherungsschicht. Keine, zero, nada, nichts. Ein Bitfehler, falscher Ausdruck. Ja. Das ist einfach so. Es ist jetzt ein sehr schönes, starkes Signal. Das ist sehr, sehr gut zu dekodieren. Funktioniert stabil. Aber wenn ich auf andere Frequenzen gehe, wo das Signal nicht so gut ist, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es nicht so gut klappt. Das darf ich hören. Da steht nämlich ein Begriff vorne dran, da wer es lesen kann, CQ. CQ heißt an alle, das ist so eine Abkürzung aus dem Funk, aus der Funktechnik. Und Sendungen an alle darf ich hören. Und das betrifft eigentlich nicht mehr so sehr viele Sachen, das ist Amateurfunk, CB-Funk, so ein paar Sachen und unter anderem halt auch solche Wettersendungen. Das ist also nur ein Bereich, den ich hier mal zeigen wollte, wo man ein bisschen rumspielen kann und hören kann und so rumprobieren kann. Es gibt etliche so Sender, auch von anderen Ländern. Es gibt sogar noch Faxsender auf Kurzwelle. Ich kann also mir Faxbilder damit anzeigen lassen. Sehr passend für Deutschland. Aber okay, es sind halt Wetterkarten. Ja? Eisgangdaten. Offensichtlich gibt es dafür noch einen Benutzerkreis. Der Aufwand vom Deutschen Wetterdienst, das zu betreiben, ist relativ hoch. Kostet auch Geld. So, das sind 6 Sender, die dort stehen. So im Leistungsbereich 1 bis 10 Kilowatt. Kostet also auch tüchtig Strom, die 24 Stunden am Tag powern zu lassen. Muss irgendeinen Grund haben. Okay, warum nicht? Früher, also den Zeiten 74 oder 70er Jahre, als ich angefangen habe, war das die einzige Methode für Fischer, die irgendwo bei Island oben unterwegs waren, überhaupt Nachrichten zu kriegen. Satellitenfunk war damals undenkbar, nicht bezahlbar, gab es da schon, aber unbezahlbar. UKW reicht nicht so weit, also Kurzwelle. Das ist das, was davon übrig geblieben ist. Der Seefunk und auch Flugfunk nutzt Kurzwelle auch heute noch. Also ich kann auf Kurzwelle, nein, ich nicht, mein Freund, der kann auf Kurzwelle Sachen hören, wie zum Beispiel die Flieger über den Atlantik fliegen. Kurzwelle, UKW reicht nicht so weit. Und wenn er mitten über dem Atlantik ist, dann soll er trotzdem sagen können, wo er ist. Und dann gibt es verschiedene Stationen auf den Azoren, in Island, in Grönland, in Irland, also so rund um den Atlantik oder rund um jeden großen Ozean rum, die kontaktiert werden und dann sagt der Flieger, ich bin in der Höhe, ich habe noch so viel Sprit an Bord und mir geht's gut. Ja, das findet jeden Tag live auf Kurzwelle statt. Und als Fallback-Möglichkeit, die haben alle Satellitenfunk an Bord, aber man möchte halt einfach auch eine Backup-Möglichkeit haben.
Gut, so sieht das also aus. Die gesamte Kurzwelle sieht dann so aus. Also es ist jetzt nur wirklich nur für Eingeweihte was zu erkennen. Da gibt es ganz abstruse Systeme, was hier so diese schrägen Daten angeht. Ist zum Beispiel ein System, das Wellenhöhen misst. Ja, das steht an der Küste, ich glaube Frankreich. Das misst Wellenhöhen. Warum man das ständig machen muss, weiß ich nicht. Es gibt über Horizontradare, militärische Anwendungen auf Kurzwelle, wo ich über den Horizont hinweg Flugzeuge oder Flugobjekte beobachten kann. Das sind ganz bestialische Signale, wird nicht nur von den Bösen betrieben, also auch von der NATO. Bestialisch heißt, die sind irrsinnig stark und irrsinnig breit. Und die setzen sich irgendwo hin, wo sie denken, da müssten sie jetzt funken. Stört uns Funkamateure sehr, aber man kann nichts machen. So durchgezogene Linien sind irgendwelche Sender, die dauernd senden. Gibt es auch Rundfunksender und so weiter und so fort. Also die gesamte Kurzwelle ist schon noch voll mit Signalen. Das geht jetzt hier von Null, von Längstwelle, wo auch ein bisschen militärischer Funk stattfindet, ein paar Navigationssignale noch verwendet werden, Mittelwelle und dann so der ganze Kurzwellenbereich. Und hier oben hört es dann auf. Das ist dann so mit der Tageszeit dann auch vorbei. Was diese schräg laufenden Signale hier gerade angeht, das sind sogenannte Jono-Sonden. Das sind Sender, die von wissenschaftlichen Instituten betrieben werden. Die senden senkrecht in die Ionosphäre hoch und messen, was zurückkommt. Und messen dadurch die Frequenz, bei der Reflexionen noch stattfinden. Und die laufen so frequenzmäßig hoch. Das ändert sich mit der Sonneneinstrahlung, diese maximal verwendbare Frequenz. Und die sieht man da alle paar Minuten drüber laufen. Nächste hier ist in Belgien. In Juliusruh steht eine, also bei Berlin steht eine, in Palermo steht eine, also gibt es auf der ganzen Welt. Jedes Militär betreibt das, weil das ist das, was das Militär interessiert. Die wollen wissen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit meiner Militärbasis in Diego Garcia im Indischen Ozean funken will, auf welche Frequenz muss ich dann gehen? Dazu muss ich sowas wissen. Also das wird permanent gemacht von verschiedenen Universitäten betrieben. Und hier diese breitbandigen Spratzer, das sind so breitbandige Systeme, die über sehr große Frequenzbereiche mit sehr starken Leistungen arbeiten, als über Horizontradar zum Beispiel. Gut. Die rechtliche Seite, ich hatte es schon ein bisschen angesprochen, das bezieht sich jetzt alles auf Deutschland. Das regelt das Telekommunikationsgesetz. Muss man also, wenn man sich dafür interessiert, mal reingucken. Und ich sagte es, Sendungen an alle sind legal empfangbar. Ja, das sind eben diese Wettersachen. Funkamateure sind grundsätzlich fallen darunter oder CB-Funk, also der lizenzfreie Funk, Rundfunk sowieso. Und ein paar ganz wenige Dienste noch auf Kurzwelle oder wo auch immer. Falls man zufällig, unabsichtlich auf irgendwas stolpert, was man so zufällig hört, dann gibt diese einfache Regelung her, man darf daraus keinen Nutzen ziehen und man darf die Tatsache des Empfangs keinem weitersagen. Also ich habe hier nichts gehört, ihr habt nichts gesehen. Das hat alles jemand anders gemacht. Ich denke mal, dass zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, war das schon ein bisschen kritischer. Da hatten wir doch alle ein bisschen Angst und haben ein bisschen so überlegt. Heute ist das, naja gut, wenn man nicht zu viel Dummheiten macht, dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Es gibt allerdings Fälle, wo Leute wirklich dumm auffallen. Zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren so einen Fall, da hat jemand mit Funkgeräten den Flugfunk in Frankfurt gestört. Ja, und also so dämlich muss man sich schon mal wirklich anstellen. Das ist so unfassbar dumm. Und die hat man auch wirklich sehr schnell gefunden. Das ist eine wenig bekannte Infrastruktur, die Bundesnetzagentur betreibt. Ich glaube, 17 Standorte, von denen sie peilen kann. Und da werden solche Signale sehr schnell gefunden. Ja, also das ist etwas, was dann auch einen Straftatbestand erfüllt. Ja, das sollte man also wirklich nicht machen. Und diese Dinger, das hier jetzt nicht, das ist ein reiner Empfänger, aber so in dieser 400, 500 Euro Preisklasse gibt es halt auch die Sender. Und die bis 6 Gigahertz gehen, mit denen könnte ich jetzt zum Beispiel das GPS-Signal fälschen. Ganz schlechte Idee, wirklich eine ganz schlechte Idee. Macht's nicht. Es ist zwar ganz wenig Leistung, was dann noch rauskommt, aber es ist ein super sensibler Bereich. Also wirklich, gerade so mit solchen Nachbarn, hier würde ich es wirklich nicht machen. Das Gebäude, ich wollte ein bisschen was live vorführen noch, ist ein super faradäischer Käfig. Also ich höre hier kaum was. Ich habe so bei uns auf dem Tisch eine Antenne aufgebaut und außer Störung nichts zu hören. Ne? Ich denke mal, jetzt hier so noch in dem
in dem Kinoraum hier könnte man so Experimente vielleicht mal machen, aber besser nicht. Wo findet man welche Informationen? Es ist ganz leicht. In Deutschland gehe ich auf die Seite der Bundesnetzagentur und lade mir den Frequenzplan runter. Da steht haarklein genau drauf, in diesem Segment darf der Dienst senden, in diesem Segment darf der Verwendungsgruppe Anwendung finden und so weiter und so fort. Wenn man da mal drauf guckt, versteht man kein Wort als Laie. Man muss das dekodieren können. Ich weiß nicht, habe ich das hier vorliegen? Da zum Beispiel, das sieht dann so aus. Ja. Das steht dann einfach nur in diesem Frequenzbereich hier, fester Funkdienst. Ja super, was ist das denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das sein sollte. Natürlich kann man jetzt daraus schließen, was da so passiert. Das sind hier zum Beispiel Rundsteueranlagen, die im ASCII-Code auf Langwelle senden und Elektroversorgung steuern. Ja, also da gibt es durchaus interessante Sachen, aber man muss diesen Frequenzplan entschlüsseln können. Es gibt ein paar interessante Newsgroups, die sich nicht nur mit Kurzwelle befassen, sondern auch mit UKW-Signalen. Das ist natürlich aufgrund der Reichweite immer lokal bezogen. Also wenn mir ein Amerikaner erzählt, der hat auf der Frequenz das und das gehört, auf UKW interessiert mich das nicht, weil das kann ich hier nicht empfangen. Es gibt ein paar Foren, es gibt eine russische Seite, die wirklich gut ist, wobei man natürlich jetzt im Moment so ein bisschen vorsichtig sein muss. Es gibt das Signal-ID-Wiki, das sehr, sehr gut ist. Es ist eine Unternehmung eines einzelnen Menschen, der angefangen hat, alle Signale, die es überhaupt nur so geben kann, an IoT, an Datenfunksignalen aufzuzeichnen, diese Spektren, diese Wasserfalldiagramme darzustellen und zu sammeln und mal darzustellen, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann kann man da schon mal so ein bisschen gucken, so in welche Richtung das Signal gehen könnte, das ich da empfangen habe. Und dann, wie gesagt, dieses Universal Radio Hacker, das GitHub-Repo und die Docs dazu sind recht gut. Und die Mailingliste von diesem Textprogramm, von dem RTL 433. Alles Open Source, wer also Software schreiben mag. Wer wirklich Grundlagen verstehen will, kommt um Mathe nicht drumherum. Das muss man leider so sagen. Sämtliche Berechnungen in einem Software-Defined Radio-Empfänger finden mit komplexen Zahlen statt. Man muss sich also mit dem Verständnis von komplexen Zahlen auseinandersetzen. Es ist aber nicht so super schwierig, finde ich. Klar, wenn man traumatisiert wurde von einem Mathelehrer dann, oder Mathelehrerin, ist das natürlich schwierig. Aber es ist verstehbar. Fourier-Transformationen und sowas, es war früher für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Aber da gibt es einen so supergeilen YouTube-Kanal, das ist 3 Blue, 1 Brown, der Animated Math darstellt. Und das ist so geil gemacht, da versteht man wirklich, was gemeint ist, wenn man sagt, hier wird ein Frequenzspektrum zerlegt in Einzelfrequenzen. Das ist wirklich super gemacht. Michael Osman ist der Erfinder oder Entwickler des HEC-RF1, das ist eins der bekanntesten SDRs, das auch nachgebaut wurde, das ist das Radio One Badge gewesen, das im Camp verwendet wurde. Und der Michael Osman, der hat dazu auch Videos gemacht. Es gibt 10, 11 Videos auf YouTube. Und der ist auch regelmäßig auf der Troopers-Konferenz und hält dort 2 Tage Lehrgänge ab, um diese Theorie auch rüberzubringen. Auch mathematisch, aber auf einer verdaubaren Form. Man hört immer wieder den Begriff IQ-Daten, das sind Quadraturdaten, das sind also Signale, die sich um 90 Grad in der Phasenlage unterscheiden, um es mal ganz kurz zu sagen. Wer das verstehen will, dem sei dieses Video von einem amerikanischen Funkamateur ans Herz gelegt, der das wirklich gut erklärt. Nicht lachen, das Video ist 8 Jahre alt, der macht mit Kugelschreiber auf Papier rum, das ist seine Art, aber er erklärt es wirklich super gut. Und was man überhaupt nicht außer Acht lassen kann, ist die Ressource Osmocom. Osmocom ist ein viel von deutschen Entwicklern getriebenes Projekt, das auch viel dazu beigetragen hat, diese Technik zu demokratisieren, sag ich mal. Also die waren die Ersten, die das sind eigentlich DVB-T-Empfänger gewesen, die diese Möglichkeiten erkannt haben und eröffnet haben und gesagt haben, okay, da kann man noch viel mehr mitmachen, als einfach nur DVB-T-Fernsehen zu empfangen. Die haben eine sehr schöne Seite, wo sehr viel Information noch drinstehen. Womit kann man jetzt anfangen, wenn man jetzt rausgeht und sagt, also vor 7 Jahren war einer dabei, der ist dann sofort zum Mediamarkt gegangen, hat was gekauft, ging dann leider doch nicht. Das Problem ist, dass diese Software, alles was ich gezeigt habe, setzt bestimmte Chipsets hier drin voraus. Nämlich eben den Realtek-Chipsatz, deswegen heißen die Dinge RTL, Realtek-Chipsatz, 28, da oben steht es auf dem Chip, 28 32, ist auch meine Decknummer hier.
diese Chips gibt es nicht mehr oder diese Sticks gibt es nicht mehr. Die haben so 10, 15, 20 Euro gekostet und haben völlig ausgereicht. Ja, die haben wirklich super funktioniert. Gibt es nicht mehr. Das Beste ist dieser Chip hier zurzeit oder dieser Stick. Den gibt es bei rtl-sdr.com, das auch eine ausgezeichnete Informationsquelle ist. Und der vertreibt seine Sachen über eBay. Allerdings gibt es dort sehr viele Clones. Wenn jemand ein sendefähiges SDR sucht, um halt selber Verfahren zu entwickeln und auf dem Labortisch zu testen, muss ja keine dicke Endstufe dahinter hängen, kann ich nur das HEC-RF1 empfehlen. Es gibt andere, Lime-SDR, aber das HEC-RF1 ist das, was am weitesten verbreitet ist, auch in der universitären Forschung. Also dort findet man auf jeden Fall auch Leute, die sich damit auskennen. Es wird auch nach wie vor, obwohl es schon fast 10 Jahre ist, alt ist, die Software dafür weiterentwickelt. Ansonsten gibt es auf der englischen Wikipedia-Seite eine Liste der Software-Defined Radios, was es so gibt. Da sind allerdings diese ganze Spanne, die ich hier genannt habe, drin. Also von 40 Euro bis 300.000 Dollar. Ja, das soll es gewesen sein, so in den Einstieg der Software-Defined Radios. Wenn es Fragen gibt, bin ich gerne bereit, die jetzt noch zu beantworten. Anne, wie viel Zeit haben wir noch? Etwas mehr als 5 Minuten. Oh, okay. Oh. Ansonsten bin ich morgen noch da und Sonntag noch da. Wir können uns gerne auch so unterhalten. Ich bin am Stand vom ZTL. Wir sind da gegenüber der Wand, wo da diese, wie heißt diese Videowand? Also ganz an der Außenseite dort. Das ist nicht die Pixelflut. Naja, gut, okay. Das ist eine andere Art von Pixelflut. Ja, wo dieses Worms-Spiel gespielt wird. Da sitze ich. Gibt es Fragen? Peter war als Erster dran. Ich war vorhin in dem EMV-Vortrag und da war eine Frage. Ja, ich bin jetzt Hardware-Entwickler und möchte EMV-Probleme in den Griff bekommen. Wie mache ich das, ohne 20.000 Euro in den Griff zu bekommen? Gehe ich richtig in der Annahme, dass das eigentlich perfekt dafür geeignet ist? So ist es. Allerdings mit einer speziellen Antenne. Es gibt Antennen, das sind sogenannte Probes. Das sind winzig kleine Spulen, die sind so groß wie ein Cent, mit einem Holzstück dran zum Anfassen. Und damit gehst du über deine Platine und guckst dir gleichzeitig im Spektrum an, wie sich das Spektrum verändert. Ist eine super Technologie. Dankeschön. Da war eine Frage. Mal so von RDKS und irgendwie so einem Wetterding abgesehen, wie viel wird heute überhaupt noch unverschlüsselt so gesendet? Auf Heise war vor 3-4 Wochen ein Bericht darüber, wie Funkamateure herausgefunden haben durch Zufall, dass Tetra-Funkübertragungen unverschlüsselt laufen, weil man muss es einschalten. Ja, man muss es einschalten. Tetra bietet eine super Verschlüsselung, es wird bei der Polizei verwendet, bitte. Man muss es aber auch einschalten. Ja? Und das hatten verschiedene Leute vergessen und dann war das prima abhörbar. Ja, ich glaube, da gab es auch mal einen Artikel zu den Ampelschaltungen mit den Bussen, die dann irgendwie auch fahren. Dann kann man das auch irgendwie freischalten, dass die dann halt auch die grüne Welle macht. So, ja. Also ja. Sicher nicht illegal, aber wahrscheinlich so, jetzt so, wenn man irgendwie LoRa oder sowas hat, wird das wahrscheinlich schon mittlerweile alles einfach verschlüsselt sein. Also viele der Verfahren, die im IoT-Bereich verwendet werden, sind offen. Weil diese Chips, die sind so billig, das muss ja super stromsparend sein. Die müssen mit einer Batterie ein halbes Jahr auskommen. Da ist nicht viel Platz für Kryptographie. Und es wird wirklich auch aus Kostengründen und auch in Schnelligkeit der Entwicklung ein Standardchip verwendet. Und der bietet 20 verschiedene Verfahren und eins davon wählt man. Und dann wird bestenfalls noch irgendeine Bit-Inversion gemacht. Auf Kurzwelle, alles, was man dort hört, die Sachen, die offen sind, wie diese Wetterdaten, die ich gezeigt habe, sind offen. Alles andere ist militär und mit Sicherheit verschlüsselt. Gut. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann sind wir ziemlich pünktlich fertig. Was sagt die Uhr? Jo, 5 Minuten noch. 5 Minuten hätten wir noch. Wenn keine Fragen mehr sind, dann darf ich fürs Interesse danken, wünsche euch noch was. Und wie gesagt, wenn noch Interesse ist, ich bin demnächst wieder hinten an dem Stand vom ZTL oder halt schreibt mir eine E-Mail oder sprecht mich auf Mastodon an. Damit danke ich im Namen der GPN diesen Talk. Dankeschön. Danke.